Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 9. Ausgabe der Griefer News. Die Streamer der Nacksche und Maxim Gaming haben den Streamer-Rang auf dem Server erhalten, während Fultranix zum Streamer Plus aufgestiegen ist. CityBuild 20 hat LHP Junro 95 zum neuen Helfer ernannt, während auf CityBuild 13 Buchbaum zurückgetreten ist. Am Samstag, dem 21.10., fand das erste TNT Dodgeball-Turnier auf der Cloud statt. Unter 12 Teams konnte sich nach über 5 Stunden am Ende Team Spirit den Sieg sichern. Bis zum 31.10. kann man immer noch den 2000 Euro Gaming PC nur durch das Erledigen einer Daily Adventure Aufgabe am Spawn gewinnen. Aktuell befinden sich nur auf den 1.8 Servern über 25.000 Tickets im Lostopf. Am 1.11. wird der Gewinner preisgegeben. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.